Hallo, ich bin der David von Harz Harz und wir rocken am Freitag den Garini-Saal in Lustenau. Wir freuen uns riesig drauf. Also der Name der Band, puh, der kommt, eigentlich im Grunde entspringt er von einem Lied für uns. Das haben wir vor ca. würde sagen, 3, 4 Jahren geschrieben. Das hat Hart Harz geheißen. Und irgendwie war es für uns ein wichtiges Lied, weil wir das erste Mal elektronische Mittel verwendet haben. Und das hat irgendwie, weil wir vorher eher so Singer-Songwriter-Zeug gemacht haben, das hat irgendwie so ein neues Kapitel aufgeschlagen bei der Band. Und ich glaube, das war dann einfach der Grund, wo wir da länger überlegt haben, ja, wie werden wir es dann eigentlich nennen. Jetzt sind wir doch, okay, wir könnten das eigentlich nach diesem für uns sehr wichtigen Song benennen und darum ist es Harz Harz geworden. Unser Musikstil finden die meisten eigentlich ganz cool. Also so alte Bekannte aus Vorarlberg oder so Bregenzer Wald. Springen wir öfters drauf an und sagen, hey, du machst echt, echt tolle Musik, hört sich sehr international an. Ich finde, in der heutigen Zeit spielt das überhaupt keine Rolle mehr, wo man wohnt oder wo man herkommt, weil irgendwie hat sich Musik so dermaßen internationalisiert, so, keine Ahnung, so dass es wirklich eine Leichtigkeit ist, aus dem Bregenzer Wald zu kommen und Musik zu machen, die sich halt irgendwie auch international zum Hören anhört. Insofern, das ist wahrscheinlich irgendwie als ja, Stereotyp, dass man irgendwie aus dem Bregenzer Wald kommen muss, um Wäldermusik oder was auch immer, Blasmusik oder Schlager zu machen, sondern irgendwie ist das ein total offenes Spiel einfach wahr. Indietronica. Sehr melodisch und beat verliebt. Das Feld ist riesig nach Vorarlberg zu gucken, und zwar in die Szene nach Lustenau, Garini-Saal. Und zwar am 18. Mai. Juhu, seid dabei. Kommt vorbei, so das freut mich.